herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du diesen Podcast bereits abonniert hast. Heute habe ich wieder einen ganz besonders kreativen Ideengeber für Recruiter bei mir und es ist dies Martin Gaeth. Martin, ich begrüße dich sehr herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist tatsächlich früh am Morgen und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir sind beide Frühaufsteher. Wir sind beide Frühaufsteher, das ist so, genau. Und du bringst ganz, ganz frische Ideen für das Recruiting, hast zwei Bücher geschrieben, Mythos Fachkräftemangel und Rock Your Idea, da werden wir vielleicht später noch etwas davon hören. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, weil du bist so eine sehr inspirierende Person. Und danke. Ich möchte dir gerne auch die erste Frage stellen, und zwar, welche Überschrift würdest du wählen, wenn du heute einen Bericht über deinen Lebenslauf schreiben dürftest? Ideenfitness. Ideenfitness. Ja, das ist cool. Weil das ist tatsächlich das, was alles verbindet. Deswegen trage ich ja auch hier die Schweizer Napols Trainingsjacke, die ich mal tatsächlich in Zürich geschenkt bekommen habe. Und seitdem ja auch in allen meinen Vorträgen trage, weil meiner Meinung nach herrscht immer noch über Ideen und grundsätzlich, wie komme ich auf Ideen, aber vor allen Dingen auch, wie entwickle ich Ideen, herrschen halt sehr, sehr viele Mythen oder es fehlt einfach die Erfahrung. Und ich sage, niemand würde einmal joggen gehen und sich dann zum Marathon anmelden oder niemand würde einmal Klavier spielen und dann eine große Konzerthalle mieten und auch noch Eintritt nehmen. Aber alle meinen auch Kreativität, das machen wir mal spontan im Brainstorming, 9.10 Uhr bis 9.15 Uhr und dann haben wir die geilen Ideen. Und Ideen kann man und dieses Ideen entwickeln habe ich halt sozusagen, professionalisiere ich halt seit 20 Jahren und das kann man dann aufs Recruiting anwenden, aber natürlich auf alle anderen Themen auch, weil die Grundprinzipien, das Handwerkszeug der Ideenfitness gilt, ist universell. Super, da werden wir gleich nochmal gerne drauf eingehen. Jetzt habe ich einfach ein paar Fragen an dich als Kreativitätsexperten. Was hast du mal ursprünglich gelernt eigentlich? Das Leben. Das Leben gelernt. Ja, ist cool. Ich hatte das Glück, dass ich schon damals in meiner Jugend, als es noch nicht so gang und gäbe war, war ich ein Jahr in Nordamerika und ein Jahr in Südamerika. Und das hat mich sehr, sehr geprägt, weil es mir halt gezeigt hat, wie unterschiedlich die Menschen sind und wie wahnsinnig genial Menschen in anderen Ländern sind. Und das sozusagen diese Offenheit, die begleitet mich halt lebenslang. Dann habe ich Theologie studiert. Das war ein Berufungserlebnis im Pflaumenbaum und war sehr außergewöhnlich. Also was Vergleichbares habe ich nie wieder erlebt. Das stand einfach in diesem einen Moment fest, obwohl ich nie drüber nachgedacht hatte. Und das habe ich dann aber abgebrochen und habe die Firma Knack die Nuss gegründet mit Matthias Klopp zusammen 1999. Wir haben Ideen für andere Menschen oder für vor allen Dingen für Unternehmen natürlich entwickelt. Und haben dadurch jede Woche Einblick in andere Branchen bekommen, was super, super inspirierend war. Und dann habe ich ein Aufbaustudium Innovationsmanagement gemacht. Mhm. Okay, aber jetzt nochmal vielleicht zurück zu diesem Pflaumenbaum, hast du gesagt. Magst du darüber erzählen oder wie das klar war? Das ja, war super. Ich kann gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Also Ich war halt kurz vorm Abi. Mhm. Das war so ein halbes Jahr vorm Abi. Ich war immer schon sehr engagiert in der Jugendarbeit, aber auch zu der Zeit stand die Mauer ja noch in Berlin. Ich hatte einen Ost-West-Club für Partys in Ost-Berlin. Also das heißt, ich habe immer 30, 40, 50, 60 Jugendliche aus West-Berlin mitgenommen zu Partys in Ost-Berlin, die Freunde von mir halt veranstaltet haben, was eigentlich total illegal war. Also ich mag Illegales. Insofern, wenn es sozusagen Freude und Lebensfreude im Wesentlichen stiftet, weil wir waren eine illegale Versammlung und das haben wir über 4 Jahre lang fast jeden Monat gemacht. Einfach, weil sich da 16, 17, 18, 19-jährige Menschen begegnet sind. Und das habe ich halt in meiner Jugendarbeit, ging es immer um Begegnung von Menschen, Austausch und dadurch eben auch die Inspiration, die Diversität durch den Austausch von Menschen, die sich vorher nie begegnet sind. Und da saß ich halt im Pflaumenbaum und war halt, wie gesagt, kurz vorm Abi und was machst du jetzt und wollte eigentlich gerade Architekt werden. Und dann, ja, wie gesagt, dann, also ich,
ich war jetzt nicht völlig fern vom Christlichen. Meine Eltern sind regelmäßig in die Kirche gegangen. Meine Gastfamilie in den USA war sehr gläubig und hat mich regelmäßig mit auch in die Kirche genommen. Und ich finde auch tatsächlich, weil ich oft gefragt werde, wie kann man denn Theologie und Innovationsmanagement verbinden? Für mich ist Theologie oder wirklich, wenn ich die Bergpredigt nehme im Neuen Testament, das Innovativste, was es bis heute, also was immer noch aktuell ist, was immer noch innovativ ist, wenn man es wörtlich nimmt, also wenn man wirklich davon ausgeht, ja, es geht um dieses ganz Einfache, so wie es da steht und nicht irgendeine überhöhte Theologie. Ja, und dann zack, bumm, im Pflaumenbaum. Ich habe Pflaumen für meine Eltern gepflückt, du studierst Theologie. Okay. Also das Faszinierende war eben, ich habe alle anderen Berufsentscheidungen oder Wünsche, die ich vorher hatte, habe ich irgendwie nach einem halben Jahr wieder verloren. Und das stand einfach fest. Und hat mich dann ja letztendlich auch 6 Jahre begleitet, durch alle Sprachen hindurch. Ich musste Griechisch, Hebräisch und Latein lernen. Und habe dann bis zum Grundstudium durchgehalten sozusagen und es auch wirklich sehr genossen. Aber es gab dann halt so viele organisationale Fragen, die für mich nicht, also wo ich gesagt habe, was ist das? Das passt alles überhaupt nicht zusammen, die Organisation, Kirche und das, was ich war ja sehr aktiv auch in der Jugendarbeit und was wir da so erlebt haben, da habe ich gesagt, sorry, aber das ist nichts, wofür ich mich engagieren will. Aber das liegt weiterhin nicht am Neuen Testament, sondern an der Art und Weise, wie das Ganze heute organisiert ist. Mhm. Spannend, okay. Und sag mal, was machst du heute genau? Was sind deine Tätigkeiten? Ja, also ich trainiere tatsächlich Ideenfitness. Das beginnt damit, dass ich halt mich ständig in neue Themen einarbeite, indem ich beispielsweise 44 Fragen stelle. Oder wie man hinter mir sieht, das ist sozusagen sind die 18 Grundprinzipien des Handwerkszeug der Innovation. Ja, also zum Beispiel umdrehen. Alles, was du umdrehst, ist neu. Alles, was du streichst, schafft Platz für Neues. Alles, was du steigerst, ist neu. Und Kreativität ist, wie soll ich sagen, ist, hatte ich ja gesagt, ist trainierbar, ist aber im Kern auch wieder ganz banal, weil es eigentlich nur um die Frage geht, ne, klingt dein Mixer so, dein Ideenmixer, oder klingt er so? Ja? Und wenn er so klingt, dann hast du natürlich die Möglichkeit, Elemente rauszunehmen, reinzupacken, neu zu mixen. Und wir hatten mal ein ganz interessantes Gespräch, meine Frau und ich, mit einem Cocktailmixer in Brooklyn, weil uns das Cocktail so wahnsinnig gut geschmeckt hat, dass wir gesagt haben, wir müssen mit diesem Cocktailmixer sprechen. Und wie hast du das gemacht? Ja, ganz einfach, ich habe 100 gemixt und das Beste trinkt ihr gerade. Und so banal ist eben auch Ideenentwicklung. Und die meisten Menschen gehen aber davon aus, ja, die Idee ist ja nichts anderes als ein Baby, ja. Also ein Baby ist schon wahnsinnig viel und eine Idee ist wahnsinnig viel und ich liebe Ideen. Gleichzeitig weiß man beim Baby aber, das braucht noch ein paar Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis es seine Talente voll entwickelt hat. Und so ist es bei Ideen eben auch. Netflix wird in diesem Jahr 23 Jahre alt. Aber die meisten kennen es seit 2 oder 3 Jahren. Das heißt, Netflix hatte tatsächlich 18 Jahre, um sich zu entwickeln, bevor es überhaupt weltweit sichtbar wurde. Und das unterschätzt man eben, eine Idee ist, und damit beschäftige ich mich halt jeden Tag. Das heißt, ich entwickle tatsächlich auch Ideen, ich gründe Firmen, ich starte Projekte, ich suche Partner, weil ich bin meistens der Ideengeber und Motor und suche mir dann halt die Fachexperten, die dann das in der jeweiligen Branche umsetzen können. Das kann Software sein, also ich habe viel mit Softwareentwicklern zu tun, das kann aber auch was ganz Einfaches sein wie Gummibärchen. Wir haben mal die Gummibärchen von den Berliner Sehenswürdigkeiten entwickelt und dann eben entsprechend den Vertrieb dafür organisiert. Und das war wesentlich aufwendiger, als wir am Anfang dachten, da den richtigen Vertriebsweg zu finden. Und ich glaube, auch das unterschätzen alle. Eine Idee ist eine Idee, eine reife Idee ist eine reife Idee, aber die eigentliche Arbeit oder ich sag mal mindestens genauso anspruchsvoll sind dann Marketing und Vertrieb, also das Ganze in den Markt zu bringen. Ich hatte ja auch mehrere Unternehmen gegründet, wie Askabit 2005 oder Unect 2007. Mit den Ideen hatten wir grundsätzlich wirklich eine Innovation, die es bis dahin nicht gab. Nur wir waren halt zu früh. Ja, und es gibt Wettbewerber, die sind heute mindestens Deutschland, wenn nicht weltweit bekannt, die halt nach uns gestartet sind, aber die größeren Investoren an Bord hatten. Und das darf man nicht unterschätzen. Also dieses von der Idee bis zu einem wirklich
reifen, bekannten Unternehmen da, das ist halt wirklich tägliches Training. Ja, täglich an der Idee und mit der Idee zu arbeiten. Okay, aber ich frage mich gerade, wie bist du denn dazu gekommen? Ja, was hat dich jetzt dazu geführt, ja, genau das zu machen, was du heute machst? Also wirklich diese Ideenfitness ja, zu unterstützen oder zu steigern? Also ich hatte das Glück, dass ich halt immer meine Ideen umsetzen konnte. Also ich hatte mit zehn ein Marionettentheater und habe dann mit Hilfe meiner Eltern eine große Bühne gebaut, also wirklich eine transportable Bühne, mit der ich in Berlin weit aufgetreten bin. Also richtig mit doppeltem Vorhang und mit Theaterstoffen und mit 30 Marionetten und mit anspruchsvollen Stücken. Mit 12 ja, war ich dann sozusagen der Marionettentheaterspieler in Berlin. Dann mit 15, 16 hatte ich eine Staudenzucht. Mit 16, 17 habe ich ein Berlin-Spiel entwickelt, was mir dann zwar ein Verlag geklaut hat, weil ich damals noch keine Ahnung über Markenschutz und so hatte, aber immerhin, es wurde veröffentlicht. und so konnte ich, und dann war ich halt 20 Jahre ehrenamtlich tätig und konnte da ganz viele Ideen ausprobieren. Wir haben Jugendliche trainiert in einer wirklich anspruchsvollen Talkshow. Also die haben Talkshows moderiert mit Spitzenpolitikern, ja, 17-, 18-jährige Schülerinnen und Schüler. Und ich habe immer das Potenzial, also es ist immer so diese Mischung aus menschlichem Potenzial und dem Wissen, alles geht anders. Und ein Schlüsselmoment für mich in meinem Leben war tatsächlich der Fall der Mauer. Weil für mich stand fest, ich wurde ja als Berliner viel gefragt, auch im Ausland natürlich, wann fällt die Mauer? Und ich habe immer gesagt, naja, keine Mauer steht immer, aber ich werde es nicht mehr erleben. Und dann bin ich 21 und die Mauer ist weg. So. Und das ist für mich bis heute so ein Signal und letztendlich ja auch ein persönliches Erlebnis, weil ich ja diese engen Kontakte nach Ostberlin, zu Freunden in Ostberlin hatte. Alles geht anders und nichts steht fest. Ja, und ich hatte letzte Woche gerade einen Vortrag in Bielefeld und da war dann auch Herr Baudes und der hat einen Vortrag über zum Beispiel autonomes Fahren gehalten. Und er hat gesagt, das ist so lächerlich. In Deutschland kriegt man immer noch zu hören, ja, das geht nicht. Und in einer ostasiatischen Stadt, da fahren bereits 200.000 Berufspendler jeden Tag mit autonomen Bussen in die Stadt rein und raus. Jeden Tag 200.000. Waymo hat seit 7 Jahren keinen Unfall gebaut. Ja, muss alle... Und das heißt, weltweit passiert autonomes Fahren schon, ja, nur in Deutschland geht's angeblich nicht, ja, und so weiter. Also natürlich ist Daimler federführend in der Entwicklung von autonomen LKWs, also das will ich gar nicht in Frage stellen, aber es gibt so viel Menschen, die immer wieder mit diesem geht nicht kommen, und ich sage dann immer, wollt ihr Schmetterlinge? Ja, dann tretet bitte nicht auf Raupen. Ja, und die allermeisten Menschen sehen eine Idee, autonomes Fahren geht nicht. Woher nehmen die diese Weisheit? Also ich sage ja nicht, dass es geht. Also ich meine, ja, es geht. Ich weiß nicht, ob es flächendeckend in Deutschland oder Europa geht. Keine Ahnung, bin ich kein Experte. Aber dieses grundsätzliche, es geht nicht, bringt uns ja keinen Schritt weiter. Deswegen ist einer meiner Lieblingssprüche, don't criticize, improve. Nimm das, was du hörst, nimm die Idee, verbessere sie. Du kannst auch kritische Fragen stellen. Zum Beispiel, wie können denn 200.000 Autos in Wuppertal autonom gesteuert werden? Ne? So, eine Frage kann auch improven, weil ich der die Idee reingegeben hat, herausfordere, mir mehr über die Idee zu erzählen. Ja? Und in dem Moment denkt der vielleicht auch mal anders über die Idee nach und hat selber eine weitere Idee. Und so entwickelt sich die Idee. Aber dieses geht nicht, ist eben genauso intelligent, als würde ich auf eine Stationen mit neugeborenen Babys gehen und würde die alle erschlagen, weil ich sehe eindeutig, die haben keine Talente. Ja, also so verhalten sich Menschen. Also ich plädiere ja nicht dafür. Meine 3 Kinder haben ja überlebt. Gott sei Dank. Also ich plädiere nicht dafür, selbstverständlich nicht dafür, Menschen und Babys aufgrund fehlender Talente zu erschlagen, sondern ich will nur darauf hinweisen, dass wir genauso dumm, ja, und verachtend, wie das wäre, wenn wir das mit Menschen machen würden, ist es, dieses geht nicht per se gegenüber Ideen auszusprechen, weil wir wissen es nicht, bis wir es gemacht haben. Wir wissen nicht, ob es geht. Und das Einzige, was feststeht, es gibt nichts, was nicht schon geändert wurde. Und das gilt natürlich insbesondere fürs Recruiting. Ja. Die allermeisten sagen, dann schalten wir halt mal Stellenanzeige. Ja. Kann man machen, aber ist das für den Beruf halt wirklich sinnvoll? Ja. Und
alle Firmen, die ich erlebe, und ich bin ja sozusagen neben der allgemeinen Innovation jetzt auch seit 15 Jahren in der Personalgewinnung tätig, mit verschiedenen Ideen und verschiedenen Plattformen, aber dadurch eben auch mit vielen Mittelständlern im Gespräch. Und es gibt in jeder Branche und jeder Region Unternehmen, die haben keinen Fachkräftemangel. Und wenn ich die dann frage, was die machen, dann gibt es zwei Verbindungen. Erstens, alle Unternehmen, die keinen Fachkräftemangel haben, bilden überdurchschnittlich viel aus, übernehmen überdurchschnittlich viel ausgebildete Azubis quasi in den laufenden Betrieb und sie machen irgendwas anders als alle anderen. Und das beginnt eben bei der Personalgewinnung. Das kann so simpel sein wie, ich habe jetzt meine 15 Azubis gefunden, ja, die haben den Vertrag unterschrieben und jetzt lade ich sie Monat für Monat auch vor der Lehre schon mal zum Grillfest ein. Wir machen einen Paddelausflug, ganz wichtig, wir laden die Eltern mit ein. Alle Unternehmen, wo 100% der Azubis am ersten Arbeitstag auch erscheinen, machen etwas mit den Azubis, bevor sie quasi ihren ersten Arbeitstag haben. Das ist simpel. Ja, aber die meisten sagen, ja, der hat unterschrieben und dann ist er nicht gekommen. Dann frage ich, wie viel Zeit war denn dazwischen? Ja, 5 Monate. Aha, und wie oft haben sie sich gemeldet? Wieso, der hatte doch unterschrieben. Ja, also, wo ich sagen würde, so würde doch niemand mit seinen Kunden umgehen. Ja, also eigentlich brauche ich nur eine Sache kapieren. Behandle deine Bewerberinnen und Bewerber in Klammern. Es wäre auch nicht schlecht, wenn man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch so behandeln würde wie Kunden. So, und wenn ich das tue, habe ich in der Regel keinen Fachkräftemangel. Da gibt es auch eben, du hast jetzt schon angesprochen, eben das Thema Recruiting. Du bringst ja auch da so wunderbare Beispiele mit dieser Unternehmung, die den Buchhalter gesucht haben mit den 3 Cent Mehrzahlen und sowas, wo dann sich der Erste dann gemeldet hatte, weil du gesagt hast, und dann hat der, glaube ich, ein Angebot auch bekommen, oder? Naja, weil, genau. Also die Firma hat sich halt gefragt und das ist halt prototypisch für Unternehmen, keinen Fachkräftemangel haben, sich überhaupt erstmal zu fragen, muss denn ein guter Buchhalter recherchieren können? Nein. Ja, aber dann muss er auch nicht unsere Stellenanzeige finden. Muss er gut reden können? Nein. Also warum sollte er uns im Bewerbungsgespräch überzeugen müssen? Muss er gut schreiben können? Naja, ein paar Zahlen sollte er schreiben können, aber jetzt lange Texte muss er eigentlich auch nicht schreiben. Also wieso muss er jetzt noch einen Lebenslauf und Anschreiben schreiben? Also sind alle Buchhalter müssen sich klassischerweise durch 3 Kompetenzen quälen, die gar nicht zu ihren Kernkompetenzen gehören und bewerben sich mit Kompetenzen, die überhaupt nicht relevant sind für mein Unternehmen. Und diese Firma hat dann gesagt, ich will einen Buchhalter, der gründlich und ehrlich ist. Und dann haben sie bei allen Überweisungen diese von dir angesprochenen 3 Cent viel überwiesen, bewusst. Und der erste Buchhalter, der angerufen hat, sie haben dann Fehler gemacht, der hat ein Jobangebot bekommen, weil sie wussten, er ist gründlich und er ist ehrlich. Mhm. Ich finde diesen Gedanken einfach super. Das ist genial. Das ist wirklich super. Ja. Dadurch, dass ich halt fast jeden Tag mit mittelständischen Unternehmen oder auch Handwerksbetrieben in Kontakt bin durch die Vorträge und Workshops, das ist eine Geschichte, die wurde mir in Rheinland-Pfalz erzählt. Ne? Weil ich bringe natürlich meine Beispiele von den Unternehmen, die ich kenne und höre dann aber auch permanent neue und merke, wow, ja, es geht wirklich alles anders. Auch Gewinnung von Buchhaltern. Genau. Was meinst du jetzt, wie sich auch die Anforderungen jetzt auch an die Recruiter noch ändern werden? Wenn man das so hört, dann kann ja eigentlich jemand im Unternehmen ein bisschen schlau sein oder vielleicht andere Wege gehen und da braucht das auch mal seinen externen Vermittler vielleicht weniger möglicherweise. Das kann ein Thema sein, da ist sicherlich ein gewisser Druck drauf, sage ich mal. Aber wie werden sich generell so die Anforderungen aus deiner Sicht an Recruiter noch ändern? Aktuell? Naja, die klassische Ausbildung von Personalverantwortlichen war ja eine verwaltende. Ja? Es ging in der Ausbildung viel darum, wie man mit den Massen von Bewerbung umgeht, wie man die Mitarbeiter verwaltet, wie man ordentliche Arbeitsverträge schreibt, wie man rechtssichere Gutachten schreibt, wie man AGG-konform alles und so weiter macht. Und das wird sich drastisch ändern müssen hin zu einem vertrieblichen, marketinggetriebenen Menschen, der versteht, dass ich überhaupt nur Bewerbungen bekommen kann, wenn ich sichtbar bin. Wenn ich, ja, und das ist aus meiner Beobachtung, meinen Tausenden von Gesprächen, das, was Unternehmen am meisten unterschätzen, wenn sie im Arbeitsmarkt nicht bekannt sind, können sie keine Bewerbung bekommen. Und alle Umfragen, die es zu dem Thema gibt, fangen immer an mit der Frage, kriegen sie weniger Bewerbung?
Und da sagen natürlich immer mehr Unternehmen, ja, wir kriegen weniger Bewerbung. Was aber nie gefragt wird, liegt möglicherweise daran, dass sie im Markt unsichtbar sind. Und dann sagen Unternehmen, ja, aber wir sind doch Weltmarktführer. Ja, sage ich, ja, ja, als Hersteller von Schrauben oder als Hersteller von Motorradhelmen oder als Hersteller von Elektroklemmen. Ja, es weiß ja kein Mensch, dass 75% aller Elektroklemmen weltweit aus Deutschland kommen. Geil, oder? Ich finde das sensationell. Ja, man weiß auch, dass mindestens die Hälfte aller Sensoren aus Deutschland kommt. Das bedeutet, dass autonomes Fahren ohne deutsche Sensoren gar nicht funktioniert. Haha. Ja, in Tesla stecken 40 deutsche Produkte mit drin. Also nur die Unternehmen sind halt unsichtbar. Und ich sage dann immer, gehen Sie einfach mal auf die Straße, fragen Sie Menschen auf der Straße, welche Unternehmen Sie aufzählen können. Und Sie werden feststellen, diese Menschen können immer nur Markenunternehmen aufzählen, aber nicht klassische, gute, mittelständische Unternehmen, weil die kennt halt wirklich keiner. Und ich sage dann aber, ich beziehe mich damit ein, weil meine Unternehmen, Askabit, Unect, Cleverheads, ShareTrust, die kennt ja im Arbeitsmarkt auch keiner. Ich nehme mich da ja nicht aus. Ich habe nie mehr als 25 Mitarbeiter gehabt. Und natürlich kannte uns keiner. Ich bin auf jeden einzelnen Bewerber persönlich zugegangen. Und diese Denke muss sich halt grundsätzlich ändern. Und da müssen Unternehmen auch ein bisschen von, teilweise muss ich sagen, von ihrer Arroganz runter, ein Bewerber hat sich bei mir zu bewerben. Nein, hat er nicht. Ein Bewerber hat in Europa 23 Millionen Optionen. Ich als Unternehmer muss, wie auch immer, unter diesen 23 Millionen sichtbar werden. Und wenn ich nicht sichtbar bin, kriege ich keine Bewerbung. Das sagt aber überhaupt nichts darüber aus, ob es Bewerber gibt oder nicht, wenn ich keine bekomme, sondern erstmal nur, dass ich unsichtbar bin. Genau. Wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, den Jörg Buckmann, der hat ja hier als Leiter Personal da bei der VBZ, also bei der Verkehrsbetriebe Zürich, hat er damals etwas geprägt, finde ich, einen unheimlich guten Spruch, wo er gesagt hat, wir bewerben uns. Ja. Ja, genau. Einfach, ganz einfach. Genau. Das war damals, finde ich, fand es recht innovativ, fand das total, super. Total. Das ist genau diese Idee. Naja, zu sagen, ja auch also, vor 5 Jahren kam ja sein Frechmutbuch raus. Genau. Das war ja genau, ne? Da war ich bei seiner Book Release Party in Berlin dabei. Frechmut, ja. Mhm. Mutiger. Menschen, Unternehmen müssen viel, viel mutiger werden. Und absolut. Mut heißt erstens nicht, dass es, wie soll ich sagen, es ist ja erstmal gar nicht außergewöhnlich, sondern es muss, ich finde, es hat viel mit gesundem Menschenverstand zu tun. Und zum Beispiel könnte jede Stadt ein Bewerbercafé öffnen. Menschen, die gerade einen Job suchen, kriegen Kaffee, Tee, Kuchen umsonst. Unternehmer, Unternehmerinnen, Personalverantwortliche gehen da hin und wissen, alle, die da sitzen, suchen gerade einen Job. So, das würde so wahnsinnig vieles vereinfachen. Ja, das wäre sozusagen Dating live. Ja, macht keiner. Habe ich noch nie gehört. Außer, dass tatsächlich ja die Schweizer Verkehrsbetriebe, die hatten ja mal so einen Pop-Up-Store am Hauptbahnhof in Zürich. Ja, das geht sozusagen in die Richtung. Ich würde nur noch einen Schritt weiter gehen. Oder in Deutschland gibt es 1 Million Handwerker und 345.000 Einzelhändler. Die haben alle Schaufenster oder irgendwelche großen Flächen. Die sollen einfach ein riesen Plakat dranhängen. Ein Bäcker sagt, ich biete ein Jahr Brot und Brötchen umsonst, wenn ihr mir eine Fachkraft vermittelt. Ein Friseur sagt, ihr kriegt ein Jahr Haarschnitt umsonst, wenn ihr mir eine Fachkraft vermittelt. Das ist viel, weil das spricht sich rum. Ja? Ich finde, die Unternehmen nutzen viel zu wenig das Potenzial der Kunden. Zufriedene Kunden werden einem gute Fachkräfte empfehlen, wenn sie überhaupt wissen, dass ich suche. Und es hat ein Hotel, da war ich so glücklich, dass es endlich mal jemand gemacht hat. Vor 2 Wochen Bad Elster, ein Hotel macht das bereits. Die sagen, vermittel uns eine Fachkraft und du kriegst einen Urlaub umsonst. So simpel, ja? Und so wirksam, und beim Bäcker oder Friseur würde es ja nicht nur die Kunden betreffen, sondern alle Passanten. Und dann würde es automatisch auch in den regionalen Medien stehen. Ja, weil natürlich ist das außergewöhnlich und darüber wird berichtet. Und ich glaube, es führt viel schneller zum Erfolg als jede Stellenanzeige, weil Stellenanzeigen sind abstrakt, Stellenanzeigen verschwinden in der Masse. Das nutzt das Potenzial von Kunden und Passanten.
Was machst du mit Unternehmen, weißt, die zum Beispiel, ich stelle mir vor, die gerade im Business-to-Business-Bereich sind, die im Prinzip keiner kennt, den Bäcker an der Straße, den kennt man, den sieht man, da kann man irgendwas das ausstellen, aber eben Business-to-Business vielleicht, wo irgendwelche Kleinteile herstellen, die in ihrer Branche super sind, was macht, und vielleicht noch regional irgendwo sehr stark sind, nicht überregional, aber da sehr gut und die auch zum Beispiel Verkäufer suchen, was macht so ein Unternehmen? Oder was kann man da machen? Also wir haben meiner Meinung nach... Also um wirklich Verkäufer zu finden. Genau. Meiner Meinung nach müssen Unternehmen viel enger zusammenarbeiten. Also gerade B2B ist ein gutes Thema, weil B2B läuft zu 84% über Empfehlungen. Also jetzt mal ganz grundsätzlich bei allen Waren. Und das hat den klaren Hintergrund, wenn ich eine Software einkaufe für 1000 Mitarbeiter, dann habe ich da einen Warenwert, da will ich dann schon sicher gehen. Das ist wichtiger, als wenn ich, wenn ich irgendwie ein Buch bei Amazon kaufe. Selbst da achte ich auf Bewertung. Aber wenn ich eine Software für 1000 Mitarbeiter kaufe, erst recht. So, dieses Prinzip übertragen auf Bewerber haben wir vor 10 Jahren schon die Plattform Cleverheads geschaffen. Und da können Unternehmen gute Bewerber, es ist ja faktisch so, ein Unternehmen kriegt 10 gute Bewerbungen, 10 Unternehmen kriegen keine oder 9. Ja, jetzt, und das ist egal, selbst ein Elektriker hat neulich 90 Bewerbungen bekommen, obwohl es angeblich keinen Elektriker gibt. Die Tischlerei, wo meine Tochter die Ausbildung macht, hat 300 Bewerbungen bekommen, obwohl es angeblich keine Tischler gibt. Ja, es ist einfach eine ungleiche Verteilung und dann jammern halt 299, aber einer sagt, was soll ich mit den ganzen guten Tischlern? Und da haben wir diese Plattform Cleverheads geschaffen, wo halt gerade B2B-Unternehmen untereinander gute Bewerber sich weiterempfehlen können, und zwar datenschutzrechtlich korrekt. Also ich empfehle definitiv mehr Kooperation in der Personalgewinnung, weil ein Unternehmen alleine das gar nicht leisten kann und muss. Die Bahn hat zum Beispiel Schienenjobs geschaffen, also 140 Bahnunternehmen betreiben zusammen eine Plattform Schienenjobs und da sind alle Berufe aller 140 Unternehmen halt dargestellt und es gibt eine Stellenbörse mit, ich glaube, aktuell 7000 offenen Stellen. Also ich bin sehr für Kooperation und ansonsten gerade im B2B Kunden, meine Kunden nutzen. Also es ist eigentlich dasselbe Prinzip, wie ich davor geschildert habe, einfach die Kunden mit einbinden. Einfach im Nebensatz, wenn ihr uns eine Fachkraft, gerade B2B, wenn ihr uns eine Fachkraft empfehlt, kriegt ihr ein Jahr unsere Dienstleistung umsonst. Malermeister, ihr kriegt ein neues, ich streiche euch das Wohnzimmer neu oder was auch immer, das Treppengeschoss oder die Hausfassade, wenn ihr uns eine Fachkraft vermittelt. Also gerade Business hat ja die Möglichkeit zu sagen, hey, Kundenstamm, fertig. Ne? Und dann gibt es ja so Programme wie Firstbird, die sagen, Mitarbeiter empfehlen Mitarbeiter. Da bin ich natürlich auch ein großer Freund von. Also ich würde immer die Potenziale nutzen, die schon da sind. Als allererstes. Und erst wenn die ausgereizt sind, und das habe ich habe noch kein Unternehmen erlebt, wo alle Ressourcen, die ein Unternehmen hat, schon ausgereizt sind. Ja, noch nie. Sondern ich erlebe eher das, naja, macht man das nicht so und so? Nein. Warum? Ja, so. Fang mal an, 44 Fragen zu stellen. Und du hast ja mal erlebt, dass ich immer meine Elefanten dabei habe. Die führen ja in Afrika tatsächlich zu Riesenschäden, wenn die in die Felder rennen. Ne, dann sind die Felder ein halbes Jahr völlig verwüstet und die Bauern haben ein halbes Jahr nichts zu essen. Und dann hat ein Bauer halt völlig verzweifelt ausgerufen, vor welchem Tier rennen Elefanten weg. So, und nur durch die Frage hat man angefangen zu beobachten, dass Elefanten vor Bienen wegrennen. Und jetzt baut man rund um die Felder Bienenstöcke. Keine Mauern, keine Zäune, sondern Bienenstöcke und die Elefanten gehen nicht mehr in die Felder rein. Das heißt, eine scheinbar absurde Frage führt immer zu einer neuen Lösung. Und das gehört dann wieder zur Ideenfitness. Und das findet in der Personalgewinnung viel zu wenig statt, dass ich bestimmte Prozesse in Frage stelle. Und ich mache zum Beispiel in meinen Workshops immer eine Übung mit allen Personalverantwortlichen. Die dürfen 6 Elemente ihrer Personalgewinnung auflisten und müssen 3 streichen und dürfen 3 steigern. Und dann sagen natürlich alle, oh, ich kann nichts streichen, ich kann nichts streichen. Und dann sage ich, jetzt habt ihr noch 9 Minuten Zeit, ja? Und nach 8 Minuten sind alle fertig und super glücklich, weil sie natürlich 3 Dinge streichen können und 3 Dinge steigern können. Aber sie haben es noch niemals in ihrem Berufsleben erlebt, dass sie was streichen durften. Ja, die Regel ist immer on top, mach das auch noch, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und dadurch kommt halt diese Arbeitsbelastung, die unter der halt ja viele auch leiden,
weil viel zu wenig gestrichen wird. Und das betrifft gar nicht nur Personalentwicklung, das ist in der Produktentwicklung identisch. Neulich hat mir ein Unternehmen erzählt, die hatten 270 offene Projekte am Laufen. Ja, 30 wurden am Ende nur umgesetzt. Ja. Und das heißt, wir müssen meiner Meinung nach viel radikaler werden, Dinge zu streichen. Kann ich voll unterschreiben. Wir hatten damals in der Geschäftsleitung auch bei Hilti, haben wir sogenannte Stop-Doing-List. Ja, ja, super. Und das hat so gut getan, das war für mich extrem genial. Was wir da gestrichen haben, zum Teil haben wir Reports gestrichen, wo wir einfach mal gefragt haben, wer nutzt überhaupt diesen Report? Ja. Und dann waren drei Controller damit beschäftigt, irgendwelche Reports zu machen, wo nur zwei Verkaufsleiter genutzt haben, ja, von 50 damals. Ja, ja. Und da haben wir gesagt, hey, streichen, fertig, erledigt. Genau. Und haben damit wieder mehr Kraft bekommen, um an anderen Reports zu arbeiten. Ja, ich kann das exakt darum geht's, 100% unterschreiben. Ja, genau. Genau. Super. Jetzt, Martin, wie sieht eigentlich dein Angebot aus? Was bietest du konkret an? Wer kann von deinen Ideen auch profitieren? Ja, das Einfachste ist natürlich einfach mal zu lesen. Zu lesen, ja. Genau. Lesen, ich habe das natürlich hier. Rock Your Idea gibt es auch als Hörbuch. Mhm, super. Dann mache ich ganz klassisch Vorträge. Ich nenne es Provotainment. Ja, also ich gehe dann auf die Bühne und darf schreien. Schreien. Das habe ich mitbekommen. Genau. Ja. Halt wirklich Vorträge, die ich bringe halt wahnsinnig viele Beispiele in sehr kurzer Zeit. Ne? Ich glaube, in Basel, wo wir uns getroffen haben, da waren es in 44 Minuten 35 Beispiele. Ganz, ganz handfeste Beispiele. Weil mir kommt es darauf an, ich will niemanden belehren. Ich will einfach nur Menschen zeigen, dass durch die Beispiele muss ich gar nicht mehr viel sagen, weil man erlebt durch die Beispiele, oh krass, das sind schon 35 verschiedene Branchen, da sind Weltmarktführer drunter, da sind aber auch Handwerker drunter, Einzelunternehmer, die was anders gemacht haben und die dadurch halt 30 Bewerbungen und 3 neue Azubis bekommen haben. Und das kann halt wirklich jeder, auch mit seiner Handykamera. Natürlich kann ich ein riesen Budget investieren, es geht auch mit der Handykamera. Und durch diese 35 Beispiele gibt es, glaube ich, hinterher keinen mehr, der nicht realisiert, krass, das gilt wirklich für alle, dass es anders geht. Und also solche Vorträge, dann mache ich viele Workshops. Einfach mal in 5 Stunden 16 Prototypen bauen in diversen Gruppen. Also die Diversität der Gruppe eben auch nutzen, indem dass jeder mal mit jedem zusammenarbeitet, ich aus meinem Silo rauskomme und die Reaktion ist meistens nach 5 Stunden harte Arbeit, ich meine 16 Prototypen zu bauen ist harte Arbeit und vor allen Dingen, wenn man geliebte Sachen streicht, ist auch harte Arbeit und trotzdem gehen die Leute hinter energetischer raus, als sie reingegangen sind, weil sie realisiert haben, wow, ich kann in meinem Alltag tatsächlich Kreativität anwenden, egal ob das jetzt Produktion ist oder Produktentwicklung oder Recruiting. Und am liebsten ist aber, oder daher kommt, glaube ich, auch meine Expertise am meisten, ist, dass ich im Macher bin. Also ich suche tatsächlich auch immer wieder Kooperationspartner für neue Produkte, für neue Prozesse. Bisher ist es meistens so, dass ich die Ideen liefere, und dann eben Fachleute finde, die diese Ideen umsetzen. Aber es kann auch gerne andersrum sein, dass Leute mich in ihre Projekte, Produkte, Produktentwicklungen mit einbeziehen. Und ich beteilige mich gerne mit Arbeit, mit Brain, mit Elefanten, Bienen und setze gerne eben Neues in die Welt. Mein langfristiges, vielleicht hoffentlich sogar mittelfristiges Ziel sind eben 11.000 Ideen Fitnesscenter. Also genauso wie es Sport-Fitness-Center gibt, ja. Wird es in Zukunft Ideen-Fitness-Center gehen. Also eben genau dieses, ich gehe da eine halbe Stunde dreimal die Woche hin und trainiere meine Ideen-Fitness, einfach um sozusagen, es soll normaler werden, innovativ zu sein. Und das kann ich trainieren und da wir uns ja kennen, wir das meistens zu Hause tendenziell eher nicht machen, obwohl man zu Hause natürlich genauso kann. Ich kann ja zu Hause auch meinen Mixer, ne, so, aber am liebsten ist es ja dann doch mit Leuten, mit anderen Leuten um einen rum, vielleicht auch mit den Trainern. Und dazu schaffe ich Orte, wo Menschen halt wirklich hingehen können. Und mein Ziel ist es eben nicht nur in den Ballungsräumen zu sein, sondern tatsächlich auch in den Kleinstädten, auch in ländlichen Kommunen. Ich habe da schon viel mit Bürgermeistern gesprochen, die sagen, hey, unser halbes Rathaus steht leer, fangen Sie endlich an. weil ich finde,
es muss alltäglich werden. Das ist mein Ziel. Ideenfitness wird alltäglich. So schön, wunderbar, sehr, sehr gut. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an dich als Person, Martin Gett. Und zwar, kannst du wirklich heute jeden Tag das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Immer mehr tatsächlich. Schön. Ja, weil ich natürlich auch immer mehr gelernt habe, was ich kann und was ich nicht kann. Ja, also ich war 10 Jahre lang Geschäftsführer. Das werde ich nicht mehr machen. Ja, es ist einfach nicht meine Rolle. Ich bin der Ideengeber, ich bin der Inspirator, ich gehe raus, ich promote Dinge, ich begeistere Menschen, aber ich bin nicht der klassische Geschäftsführer, und ich bin schon gar nicht der Controller. Ich kann es, wenn ich es muss, aber es ist nicht das, was ich mit größter Leidenschaft mache. Da suche ich mir tatsächlich inzwischen lieber Leute, die es besser können. Und ich hatte mal ein Schlüsselerlebnis mit einem UX-Designer, den hatten wir für ein halbes Jahr da in den Projekten mit drin, und als wir uns verabschiedet haben, sagte ich zu ihm, hey, du hast uns von der Kreisliga in die Champions League geschossen. Und da sagte er, na, du hast mich ja auch gelassen. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe dich auch teuer bezahlt. Sagt er, ja, aber die anderen bezahlen mich teuer und lassen mich nicht. So. Also wenn ich mit Experten zusammenarbeite, dann höre ich halt auch auf die und lass die auch machen, weil und das ist ja auch ein Grundprinzip, wenn du Menschen machen lässt. Also neulich ging es auf einer Tagung in Köln darum, dass die Welt immer komplexer wird, und dann sagte ein Diskussionsteilnehmer, Leute, lasst doch eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gebt den Raum, gebt den Kompetenz, die sie eh haben, sie sind Fachkräfte, und lasst sie einfach mal machen, dann reduziert sich auch eure Komplexität. Ja. Und insofern, genau, also ja, also jeden Tag 100% mache ich natürlich auch nicht das. Natürlich muss ich auch mal irgendwelche Akten sortieren oder Steuerunterlagen abgeben oder sonst was machen. Aber ich kann schon weitestgehend das machen, was ich mag. Also ich brüte jetzt zum Beispiel schon 2,5 Jahre über dem neuen Buch. Ja? Also ich arbeite täglich an dem neuen Buch. Ich hätte längst 3 schreiben können. Ich habe bestimmt Material für 10 Bücher gesammelt in der Zeit. Für mich ist es aber wichtig, dass es wieder ein besonderes Buch wird. Also eins, wo ich auch 100% dahinter stehe. Und das ist die Herausforderung, ist es, da sind wir wieder beim Thema Komplexität. Wie packst du Komplexität in ein Buch? Ich mag kein Buch mehr schreiben, was sozusagen einen einzigen Fließtext hat, weil das nicht die Realität abbilden kann. So, wie bilde ich die Realität ab mit all ihrer Vielfalt? Ja? Und wenn ich daran arbeite, ist das hart, ja, weil natürlich immer, wenn du an Grenzen stößt, wird's hart, ja, und gleichzeitig, wenn du nicht an Grenzen stößt, machst du auch nichts Neues. So. Und insofern, ja, meistens kann ich tun, was ich will. und ich meine, und die Vorträge sind einfach, machen Riesenspaß, es halt in die Welt zu tragen. Ja. Okay. Sehr, sehr schön. Jetzt aber eine kleine kleine oder größere philosophische Frage, und zwar, was würdest du als deine Berufung oder als deine Bestimmung beschreiben? Mhm. Also Steve Jobs hat ja auch schon gesagt, find your purpose. Was ist dein Warum? Was ist deine Mission? Also mein Eindruck ist, ich bin da sicherlich noch nicht am Ende des Findens, aber mein Eindruck ist schon, dass dieses Menschen zu zeigen, es geht. Ja, also auch durch meine eigenen Beispiele, durch meine eigenen Projekte, durch meine eigenen Gründungen, ich konnte Menschen immer mitnehmen auf die Reise, selber was auf die Beine zu stellen. Sogar der Schauspieler, der das Hörbuch zu Rock Your Idea eingesprochen hat, hat sich hinterher bei mir gemeldet und hat gesagt, während ich dein Buch eingesprochen habe als Hörbuch, kamen bei mir wieder alte Ideen hoch und ist jetzt dabei, diese Ideen umzusetzen. Und das, also Menschen einerseits zu vernetzen, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, kennst du jemanden, kenne ich meistens jemanden und kann dann jemanden vernetzen. Und das andere ist, glaube ich, wirklich dieses Thema Ideenfitness, weil ich mich seit 20 Jahren damit beschäftige und inzwischen gibt es immer mehr Menschen, die Design Thinking kennen, das ist übrigens auch schon 40 Jahre alt, für alle die es seit 2 Jahren kennen, aber es geht mir nicht weit genug, weil ja, ich kann einen Sprint machen 4 Tage lang und dann habe ich eine Produktidee, aber dann habe ich eben noch nicht diesen Zeit, wirklich das Reifen noch nicht. Und mir geht es halt wirklich darum, Menschen zu befähigen, in dieser Vielfalt zu denken und auch in dieser Vielfalt zu leben und gleichzeitig Dinge aber auch zu tun. Ja, das ist ich bringe ja deswegen auch A und O, also
A und O. Das O ist für mich halt die Offenheit und A ist die Analyse. Und ich muss beide Seiten zusammenbringen. Also ich muss dafür sorgen, dass Menschen mit einem starken O, eine starke Offenheit, zusammenarbeiten mit Menschen, die ein starkes A haben, die alles perfekt analysieren, aber nie eine neue Idee generieren. Ich muss beide zusammenbringen. Und dieses Zusammenbringen und halt immer wieder machen, machen, machen und zum Tun inspirieren und ein Stück weit auch die Welt zu verbessern, also auch immer wieder nach Dingen zu suchen, die halt lebenswerter sind, menschenfreundlicher, das ist, glaube ich, mein Beruf. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Herzlichen Dank dafür. Jetzt, wenn wir so eine kleine Zeitreise machen und zurückgehen so zum 20-jährigen Martin, gibt es etwas, wo du ihm aus heutiger Sicht mit all deinem Wissen von heute noch gern ins Ohr geflüstert hättest? Tja, also die Frage da, ja, also es ist definitiv, mach nicht so viel Schulden. Also ich habe sehr, sehr viel Geld halt in eigenes Business investiert und zahle heute noch die Schulden davon ab und wahrscheinlich noch eine ganze Weile, weil ich immer so euphorisiert war und unbedingt wollte, dass es funktioniert. Und es hat in dem Sinne ja auch funktioniert, aber wir waren halt, hatte ich ja vorhin schon beschrieben, zweimal wesentlich zu früh. Heute gibt's da viele große Unternehmen, die genau das machen. Aber wir haben halt völlig euphorisiert, damals auch sehr, sehr viel eigenes Geld investiert. Und ich, was zwar in der Literatur auch immer so steht, ne, so einer von 10 Gründungen überlebt. Wir haben uns war völlig klar, dass wir diese eine sind. das hat sehr viel Kraft gekostet. Auch, also von den 10 Gründungen sind ja 2 insolvent gegangen. Und das hat sehr, sehr, sehr viel Kraft gekostet. Und aus heutiger, es ist halt schwer zu sagen, war es jetzt unnötig? Nein, natürlich nicht, weil wir haben damit einen Trend gesetzt, wir haben uns ausprobiert, wir haben Dinge gelernt. Ich glaube, dass man Neues nur in die Welt bringt, wenn man halt auch Dinge tut, wo man sozusagen hinfallen kann, weil das ist ja der Klassiker, nur wenn du hinfällst, kannst du wieder aufstehen. Also da bin ich auch noch nicht am Ende meines eigenen Denkprozesses. Was war jetzt wirklich unnötig? Was war jetzt sinnvoll? Es ist halt, wir haben wirklich Wandel sehr vielfältig erlebt. Wow, vielen, vielen Dank für die super ehrliche Antwort. Dankeschön. Jetzt, da gibt es doch irgendwelche Programme oder Internetressourcen, wo du sagst, die helfen mir auch oder die nutze ich sehr stark heute? Also tatsächlich nutze ich die Klassiker, ich nutze sie aber vielleicht ein bisschen anders als andere. Ich nutze sehr am allermeisten tatsächlich Twitter, weil ich finde, dort kriegt man in der kürztmöglichsten Zeit am meisten mit, was so einerseits zu den Themen, die ich abonniert habe oder den Menschen, die ich abonniert habe. Man kriegt sehr viel mit, was die gerade machen, was die gerade posten. Man kann sehr schnell erfassen durch diese kurzen Überschriften, ist das für mich relevant oder nicht. Und dann kann ich mich immer in die Texte vertiefen oder eben auch nicht. Ich habe allein über Twitter eben jetzt 30.000 Links gesammelt für mein neues Buch, ja, weil ich hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich lebe von Beispielen, meine Vorträge leben von Beispielen. Ich brauche diese Beispiele auch für mich selbst, um dann drüber schreiben zu können, auch wenn ich vielleicht am Ende nur ein Zehntel oder nicht mal ein Zehntel wahrscheinlich benutzen werde. Dann nutze ich tatsächlich Xing und LinkedIn am meisten, um meine Netzwerke aufzubauen. Also ich habe sehr, sehr viele Kunden auch über Xing gewonnen, aber ich mache keine Massengeschichten, also ich mache keine Massenevents, ich mache keine Massenanschriften, sondern ich überlege immer, wen brauche ich, entweder als Kunden, als Mitarbeiter, als Kooperationspartner, und dann spreche ich Menschen 1:1 direkt persönlich an. Und da erlebe ich halt eine sehr große Response, weil ich glaube, wenn du jemanden wirklich auf seine Expertise ansprichst, kriegst du in der Regel eine Antwort, weil Menschen das sehr selten erleben. Und das ist eigentlich ziemlich simpel. Es kostet aber natürlich viel Zeit. Ja. Aber ich habe darüber halt eigentlich sowohl die meisten Mitarbeiter gewonnen. Von den 60, die ich eingestellt habe, kamen die meisten über meine eigene LinkedIn- oder Xing-Recherche. Und einen habe ich sogar über Twitter eingestellt. Der hatte 2012 einen Tweet, stelltmichein.de. Er hatte dazu auch die entsprechende Webseite gebaut. Und dann habe ich ihm einen Tweet zurückgeschrieben, wir würden Sie gerne kennenlernen, wann haben Sie Zeit? Und weil mir klar war, wer das kann, der hat Marketing verstanden.
Und dann haben wir 3 Jahre zusammengearbeitet. Also, weil auch sonst keiner sozusagen in demselben Medium drauf geantwortet hat. Ja. So, Tweet kriegt Tweet, klar, logisch. Mhm. Cool. Und ja, und das sind eigentlich tatsächlich so die Haupttools. Ja. Okay, also weil Twitter, Xing. Mein Part ist ja, hatte ich ja beschrieben, sozusagen immer die neuen Zutaten zu sammeln. Und das kann ich halt über diese offenen Netzwerke am besten. Okay, super, besten Dank. Jetzt hast du noch, also möchte ich gerne noch ganz gerne 2, 3 Sachen über deine Bücher noch wissen. Mhm. Also über Rock Your Idea, das Neue und auch Mythos Fachkräftemangel. Dass du da vielleicht noch etwas sagen kannst. Und vielleicht gibt es ja noch ein anderes Buch oder Bücher, wo du auch noch gerne empfehlen könntest. Ja, also das, was ich jetzt ganz aktuell empfehle, ist tatsächlich Good Job. Mhm. Das wurde gerade am Donnerstag veröffentlicht in Köln. Von wem ist das? Das ist von einem Schreiberkollektiv, Burkhard Cornelsen, Lanzer, Sauber, Schwarz und Weiß. Und ich kenne den Lukas Sauber, Schwarz und den Lysander Weiß, die kenne ich persönlich. Und wurde deswegen dann zu im Lounge eingeladen. Und da ist einfach ein relativ schnell lesbares, also insofern eben gut geschriebenes, gut recherchiertes Buch. Es liest sich leicht und gleichzeitig bringt es halt wirklich auf den Punkt, worüber reden wir eigentlich heute? Ja, es geht um Arbeitszeit, es geht um Arbeitszufriedenheit und viele, viele Beispiele, die kommen, sind vor allen Dingen in der Konzernwelt unterwegs, die 5, und bringen halt sehr viele Beispiele, wo eben auch Veränderung schon gelebt wird. Also auch eine ganz banale Sache, da beschreibt jemand, dass er 10 Jahre in der Firma war, in seiner Firma, und kam an diesem Jubiläumstag in die Firma und dachte, naja, also heute wird ja wohl hier ein Fest sein, mindestens ein Kuchen oder so, irgendjemand, und es passierte nichts, gar nichts. Ja. Es hatte überhaupt niemand auf dem Schirm. Er war mega enttäuscht und hat sich dann aber geschworen, das passiert mir in meinem Arbeitsleben nicht. Und hat ab diesem Tag quasi jeden Mitarbeiter, und es war ein großer Konzern, jeden Mitarbeiter persönlich begrüßt, wenn er neu angefangen hat, und jeder zum 10. Jubiläum und zum 20. Jubiläum in der Firma hat einen persönlichen Besuch bekommen, wenn der sozusagen vor Ort auch war oder wenn er nicht da war, einen Anruf oder eine E-Mail mit einem Glückwunsch. Und so eine Tipps stehen halt drin. Und das sind, finde ich, die banalen Dinge, die anscheinbar banalen Dinge, die es aber eben menschlich machen, wo du denkst, hey, die denken ja wirklich an mich als Mensch. Rock Your Idea besteht aus 120 Geschichten. Weil die am anschaulichsten zeigen, was heißt denn Veränderung, was heißt denn Innovation? Und Innovation ist alles. Es kann der Mülleimer vor der Tür sein, das kann eine Suche für Landminen sein, die plötzlich für jeden finanzierbar ist, wo du keine Experten mehr brauchst, wo ein Designer draufgekommen ist, weil er einfach mal gesagt hat, ich mixe neue Zutaten. Nämlich Bambusstäbe und Plastikfüße. Und daraus wird eine Maschine, die jeder bedienen kann. Das ist doch, finde ich, unfassbar fantastisch. Das rettet Menschenleben. Und vor allen Dingen stehen in Rock Your Idea über 1000 Fragen. Ja, weil jede neue Idee beginnt immer mit Fragen. Und deswegen ist Fragen können und viel, viel Fragen tatsächlich die Kernkompetenz für Menschen, die neue Ideen entwickeln wollen. Und deswegen stehen da einem einfach mal über 1000 Fragen, jeweils natürlich immer in ihrem Kontext, weil ja, gibt nichts, was man nicht anders machen könnte, wenn man anfängt, Fragen zu stellen. Deswegen plädiere ich ja auch dafür, lasst uns besser Frager werden, statt besser Wisser zu sein. Ja. Und Mythos Fachkräftemangel ist tatsächlich ja aus der eigenen Markterfahrung entstanden, dass ich festgestellt habe, wir hatten 30.000 Azubis. Ja, wir hätten 30.000 Azubis vermitteln können. Und was passierte? Die Unternehmen, die angeblich einen Fachkräftemangel haben, haben sich dafür nicht interessiert. Ja. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. 45% aller Azubis bekommen heute noch nicht mal eine Antwort. Da fragt man sich dann, fängt man halt an zu fragen, wie kann das sein? Ja. Und so, dann habe ich halt verschiedene Studien auseinandergenommen. Wie kommt der VDI auf 120.000 fehlende Fachkräfte? Er nimmt die Zahl der offenen Stellen mal 7. Und die Zahl der arbeitslosen Ingenieure mal 1. Ja, wenn ich so rechne, komme ich immer auf eine Riesenlücke. Und,
Das haben die dann 2014, als die ARD das aufgedeckt hat, auf die Zahl 7 auf 5 gesenkt. Super. Ja. So, und da stelle ich mir als Nicht-Verbandsmensch die ganz simple Frage, wenn der Fachkräftemangel so groß wäre, warum nehme ich dann nicht einfach reale Zahlen? Also warum fange ich dann an, irgendwelche seltsamen Rechenwege zu nehmen? Warum nehme ich dann nicht einfach reale Marktzahlen? Ja? Und so ist halt Mythos Fachkräftemangel hat auch viele, viele Beispiele von Unternehmen, die vieles richtig machen und die eben keinen Fachkräftemangel haben. Aber es nimmt eben auch so die klassischen Zahlen einfach mal auseinander. Ja? Und stellt sich die Frage, kann es sein, dass Fachkräftemangel vor allem herbeigeschrieben wird, weil viele, viele Meinungsforschungsinstitute damit Milliarden Umsatz im Jahr machen. Okay. Ja, ist so. Ja. Ja. Und anstatt halt, das Schlimme ist ja, dass ich sage ja nicht, dass es keinen Fachkräftemangel gibt, sondern die Unternehmen, die einen Fachkräftemangel haben, machen meistens nicht das, was man heute machen müsste, um A, aufmerksam zu werden und B, Menschen auch halten zu können. Ja, ich meine, die meisten Unternehmen haben einfach eine sehr hohe Fluktuation, weil du fängst da an und dann hörst du wieder auf, aus Gründen. Ja, so, dann muss ich an den Gründen arbeiten und nicht sagen, oh, ich habe Fachkräftemangel. Und ich finde, eins der prägnantesten Beispiele ist Estland, die Verwaltung so digitalisiert haben, dass sie 800 Jahre Arbeitszeit pro Jahr in der Verwaltung einsparen. Auf Deutschland hochgerechnet wären es 50.000 Jahre Arbeitszeit, die wir sparen würden, wäre die Verwaltung in Deutschland nur auf dem Stand von Estland. Und dann soll mir irgendein Politiker sagen, haben wir jetzt einen Fachkräftemangel oder einen Digitalisierungsmangel? Aber selbst die Verwaltung kann kreativ sein. Die Stadtverwaltung Hammer hat 3 Ingenieure gesucht, so, und die waren bei mir in einem Vortrag. Und haben dann ein Beispiel, was ich gebracht habe, übertragen, haben es abgewandelt, auch sehr kreativ, und riefen nach 10 Tage nach meinem Vortrag bei denen, riefen die an und sagten, Herr Geht, wir stehen heute in der Bild. Und RTL hat auch schon angerufen, die Stadtverwaltung Hamm. Ja, und die haben gesagt, jeder Ingenieur, der bei ihnen anfängt, bekommt eine Freifahrt auf dem Kreuzfahrtschiff Heavy Metal. Weil sie nämlich wussten, dass Ingenieure überdurchschnittlich häufig Heavy Metal hören. Genau, haben sich mit der Zielgruppe auseinandergesetzt. Hm? Und das vermisse ich ganz, ganz häufig bei Personalverantwortlichen, dass sie nicht in der Lage sind, die Zielgruppe wirklich dezidiert zu beschreiben. Und es geht mir nicht darum, es geht mir eben nicht um Stereotypen, ja, das wären meine Vorurteile, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass ich mit Menschen aus der Zielgruppe rede, und wenn ich mit 30 Ingenieuren gesprochen habe und 20 von denen sagen, ja, natürlich bin ich im Sommer auf Wacken, ich höre gerne Heavy Metal, dann habe ich von der Zielgruppe erfahren, was die Zielgruppe will. Und dazu muss ich mit denen aber sprechen. Nicht raten, sondern fragen, unterhalten. Sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Martin, für die überaus wertvollen Hinweise, die du auch hier gegeben hast. Wenn es jetzt jemand hört und sagt, ich würde gerne mal mit dem Martin Geht in Kontakt treten, wie nimmt man am einfachsten und am besten Kontakt zu dir auf? Xing, LinkedIn, Twitter, Instagram. Einfach ein Tweet oder eine Direct Message oder eine Kontaktanfrage auf Xing, LinkedIn. Oder martingeht.de oder martingeht.com. Herzlichen Dank. Hat mir super viel Spaß gemacht. Martin, ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und danke. Vielleicht bis bald wieder mal. Mach's gut. Ja, danke. Bei dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.